Leute, und hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Aufnahme Warframe, heute wieder mit mir beim Rang Up. Wir versuchen mal wieder unser Glück, möglicherweise ein Level zu steigen. You have proven your skills with weapons, Tenno. But what of your endurance? Can you survive this onslaught? So, was ist jetzt? Überlebe, bis der Timer ausläuft. Das ist jetzt dann nicht gerade schwierig. Ich glaube, dass es mit meinem aktuellen Equip sogar ziemlich einfach geht. Das sollte sich halt möglicherweise nicht in der Mitte aufhalten. Ne? Und ich würde in diesem Fall auch raten, auf Schusswaffen zu verzichten, da es eben nur Befallene sind und man sie im Nahkampf extrem leicht besiegen kann. Eine Minute muss ich nur noch überleben. Oh, ich habe einen Check bekommen. Wie ihr gerade schon seht, habe ich... bekomme ich gerade... Wie Steve-Edge? Ne, wollte ich eigentlich sagen, habe ich viel mehr Schild und Leben. Wie ihr es wahrscheinlich von mir gewöhnt seid. Das kann ich euch dann nach dem Rang-Up hier nochmal zeigen. Weil ich habe jetzt endlich mal durch einen Kumpel von mir eben hier auch gesehen, wie nützlich eigentlich das Zusammenführen bzw. Infusieren, fusionieren von den Mods ist. Also das bringt richtig viel. Zum Beispiel habe ich, glaube ich, plus 300 irgendwas Schild. Die hier bringen sich alle der Reihe nach selbst. Und ich würde sagen, zum Abschluss hier nochmal ein Blitzer. Und weil es so schön war, noch einer. Dann explodiert zumindest auch hier gleich feintechnisch alles. Und damit sind wir fertig. Der da hinten ist noch gerüstet. So Leute. Und damit würde ich sagen, haben wir es offiziell auf Rang 4 geschafft. Naja, die Sachen, die ich jetzt hier bekommen habe. Naja, Reichweite ist eigentlich ganz nützlich, muss ich sagen, dass man ein bisschen upgraden kann. Dann zeige ich euch doch nochmal das Ganze hier. Ich bin jetzt offiziell Novize. So, dann zeige ich euch hier nämlich genau hier auf meinen Warframe, auf dem Tenno eben, kann ich hier meine Verbesserungen holen. Und zwar habe ich hier ein, wie ihr hier unten einen Sternen seht, Rang 4 Gewehrverbesserung, das heißt plus 22,5 Schaden. Und zusätzlich kriege ich 11 Kapazitätspunkte hier drauf. Das heißt, normalerweise hätte ich 30, durch dieses Ding hier habe ich einfach 42. Dann könnt ihr hier noch sehen, zum Beispiel hier Vitalität habe ich auf Rang 6, ist das hier, glaube ich, bis 250% gesund, 280% Gesundheit. Dann hier ist das hier ist Rang 7 plus 320 Schildkapazität. Genau, das sind so die geilen, die ich wirklich hier auf meinem Warframe drauf habe. Dann habe ich auf den Waffen, die ich gerade eben hochspiele, was eben einerseits der Kracker da ist. Da habe ich keine gute Waffe drauf gepackt, aber wie man sieht, kann ich hier noch einiges drauf packen. Darum würde ich sagen, machen wir das jetzt auch mal. Und zwar, was nehmen wir denn? Nein, Durchschlagskritischer Schaden auf jeden Fall. Einschlagschaden ist gut. Und Elektroschaden, ich würde die drei, würde ich sagen, packen wir mal hier noch mit drauf. Dann natürlich spiele ich währenddessen auch noch den Bogen weiter hoch, was ich auch schon letztes Mal so dabei war. Da sieht man schon schnell ausloser Sturmangriff, Einkerbung, Trommelmagazin, schnelle Hände, und jetzt packen wir mal noch Kälteschaden mit drauf. Ja, ich weiß, die Mods, die ich hier drauf packe, ohne Level, die sind eigentlich ziemlich schlecht, aber besser wie nichts, muss ich sagen. Wirklich besser wie nichts. Ich habe halt hauptsächlich nur die drei da oben bisher gelevelt. Hier, erschütternde Kugel, könnte man sich vielleicht das anders überlegen. Hier vielleicht Schockfrost, Kälteschaden. Kälteschaden finde ich fast besser wie der bisschen Einschlagschaden. Tauschen wir das mal. Dann geht zwar hier der Einschlag um 0,4 runter und die Strahlung auf 0 zurück. Aber dafür kommt Elektrizität dazu und Explosion. Von dem her ist das vertretbar, würde ich sagen. Und dann, was können wir noch nehmen? Magazingröße, Streifmagazin habe ich drauf, Reservemagazin habe ich drauf, dann habe ich auch die guten Sachen eigentlich drauf. Kann man hier nochmal die Wurfmesser natürlich immer noch mit dem altbekannten Equip, aber hier meine Shotgun-Pistole. Hier habe ich auch mal ein bisschen aufgebessert hier mit allen möglichen Silberrang-Dingern, muss ich sagen. Spielt sich inzwischen auch ziemlich schön.
Und natürlich hier das aktuelle Ding, was ich hier auch gerade benutzt habe, was ich auch sagen muss, ziemlich gut. Wirklich. So, habe ich jetzt auch hier schon wieder ein Level ab. 4 könnte ich mir eigentlich Raserei rein? Ne, ich packe mir jetzt nicht Raserei rein. Ich lasse die hier drinnen. Das finde ich eigentlich ziemlich gut, weil Druckpunkt, wie ihr seht, das habe ich zum Beispiel auch noch hochgelevelt. Plus 100% Nahkampfschaden. Das heißt, ich mache doppelten Schaden. Das ist auch noch so eins, was ich hochgelevelt habe. Haltungen habe ich leider hier nichts, was auf die Waffe geht. Ich habe nur für Macheten und für Sensen. Aber Leute, ich würde sagen, das war es auch von der heutigen Level-Up-Mission. Markus und ich haben auch endlich rausgefunden, wie wir leicht Plastizide herbekommen. Wir müssen einfach nur den Mond durchspielen. Das heißt, unserem Archwing steht dann bald nichts mehr im Wege. Weil den Flügel haben wir schon. Die Orokin-Zelle habe ich bei dem Alarm gewonnen. Den Harnisch haben wir schon. Und für die Systeme brauche ich Plastizide, wo ich jetzt weiß, wo ich sie herbekomme. Und das Steuermodul wird dann auch keine große Arbeit mehr, Leute. Und mit dem Kommentar würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Ich würde wahrscheinlich dann auch demnächst mal auf Schlüsseljagd gehen. Beziehungsweise ich habe schon einige Schlüssel, damit mal ins Void gehen. Weil da findet man auch über Sachen, zu denen man normalerweise nicht so viel Erfolg hat. Damit, Leute, würde ich sagen, sehen wir uns und ciao.